Exile, Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Isle of Cypda. Wir sind gerade so ein bisschen am Rumstreifen, paar Häute holen, dass wir nachher wieder Teer haben genug. Auf dem Rückweg ein bisschen Aloe Vera, dass immer genug Heiltränke auch bei uns da sind, wenn wir wieder die nächste Ini machen wollen. Und dann gehen wir zur Base zurück, es gibt einiges zu tun. Kurzer Moment. So. Ein bisschen Schwarzeis habe ich besorgt tatsächlich und ein bisschen Eis liegt auch daheim parat, damit wir heute die Küche angehen können. Ne? Dann haben wir da schon mal auf jeden Fall einen kleinen Fortschritt. Ich habe jetzt hier schon alles, soweit ich das jetzt gesehen habe. Lass mich mal kurz durchgucken. Ich glaube, wir können zurück langsam. Jo. Ich warte jetzt natürlich auch, bis die Wellen runterkommen. Wenn alles klappt, haben wir heute auf jeden Fall die Decke vom Schlafzimmer drin. Die Küche haben wir vielleicht drin. Und auf jeden Fall den Kühlschrank müssen wir uns bauen. Ich muss allerdings noch gehärteten Stahl durchlaufen lassen gleich. Den Stall werden wir im Griff haben und dann gehen wir Thralls holen. Ich möchte eine Tänzerin fürs Schlafzimmer. Auf jeden Fall. Und mindestens zwei kleinere Wächter für den Pferch drüben, ne? Weil da spawnen immer die Hunde. Und wenn wir da zwei Wächter hinstellen, dann ist da ab und zu mal ein bisschen was los. So, die spawnen aber alle irgendwie unterschiedlich. Heute habe ich nicht so viele, wie ich sonst hier schon gehabt habe. Weil ich laufe hier oft mal rum, ne? Wir gehen hinten noch vorbei, Kohle holen. Auf jeden Fall, dass die Schmelzöfen uns nicht ausgehen. Hier ist nochmal einer. Oh, der war super cool. Das manchmal bist du richtig cool. So, ne, weil die Häute, die kriege ich ziemlich schnell gefarmt, wie ihr seht. Und da haben wir auf jeden Fall genug Teer immer. Jetzt gehen wir da hinten durch. Unten holen wir Aloe Vera. Da hinten holen wir uns auf jeden Fall jetzt gleich ein bisschen Kohle noch. Wann wir schon mal da sind. Das habt da 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 dam. So langsam. Da ist auch manchmal diese eine Fledermaus. Vielleicht kriegen wir die noch. Dann haben wir auch noch mal ein bisschen Leder. So, Coneless, mein Freund. Nein, ich habe es schon wieder so gelegt. Das ist schon der dritte, glaube ich, seit ich jetzt unterwegs bin. Ich muss es eigentlich rumdrehen, aber. So, Leute, fahren wir mal ein bisschen zusammen. Jetzt bin ich nur mal gespannt, wann die Flutwellen runterbrechen wollen. Hier oben ist jetzt erst eine rausgekommen. Naja. Ist beim Singleplayer so, wenn du einloggst, sind die alle wieder weg. Egal wie günstig eins lag. Und sie spawnen wieder neu, bis das andere Event beginnt. Ich nehme an, auf dem Server bleiben die. Was ist manchmal schon blöd, ne? Da hast du eine richtig, hast du keine Zeit, weil du weg musst. Würdest den gerne nehmen, den Spot, weil er vor deiner Haustüre ist. Und beim Einloggen spawnen sie wieder wild in der Weltgeschichte rum. Aber egal. So. Ja, dann kriegen wir heute auf jeden Fall das Dach, glaube ich, gebastelt. Das brauchen wir den dritten Stock, ne? Ich muss nur tatsächlich noch ein paar Wandelemente durchlaufen lassen. Und demnächst können wir dann auch mit diesem Glasstahl oder was das da nochmal war. Glaubst du, dass ich jetzt vergessen habe, wie die hießen? Die da. Ne, das sind die Schwarzeisverstärkten. Sturmglas hieß es. Da brauchen wir ja. Da oben ist die tatsächlich. Komm, die holen wir uns. Die hat mich schon ein paar Mal so richtig böse erschreckt. Ja, das erschreckt mich auch jedes Mal. Coneless! Schnapp dir die Fledermaus. Wie ich immer gedacht habe, dass es eine Bossmaus sein muss, weil die hier so abseits von ihren Kumpels ist. So. Hallöchen, Popöchen. Sie hat es selber überlegt. Soll ich? Soll ich nicht? Ja. Ich hasse der ihre Reichweite und was. Und raus. Und raus. Und raus. Jetzt kannst du. Das war's mit ihr. Geile Kreaturen haben sie schon geschaffen in der Welt, oder? Wenn man sich's mal genau überlegt. Manche sind richtig cool. So, ich habe jetzt aber nicht alle Kohlespots, glaube ich. Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, wo ich war. Ja, ist auch nicht so wild. Ich gehe ja sowieso ständig hier rüber. Geh mal lieber noch ein bisschen Aloe unten aufknüpfen. Dass immer alles da ist, was wir brauchen. Und dann können wir uns auch gleich beim Ding. Sag mal, war das Auster? Nee. Dann können wir uns auch gleich unsere Fallen durchgucken. Ja, ich glaube, da vorne sind die mittlerweile mehr im Spawn. Ja, das reicht uns, was wir hier bringen können. Wir brauchen ja nicht die Welt. Wobei die auch nicht mehr so ergiebig sind, wie es früher war. Trotz, dass ich Insekten drin habe, ne? So, Ding lassen wir stehen. Lotus habe ich noch genug oben.
Und nachdem ich jetzt auch nicht alles zu Lotus-Tränken verarbeitet habe, die dann wegspawnen nach einer Minute, habe ich sogar noch Reserve. Ne? Sehr schön. Ah, da hätte ich die Sense mitnehmen sollen, gell? Egal. Die vergesse ich jedes Mal. Da hinten gehen wir gleich vorbei. Das Krokodil nehme ich noch mit. Das da drüben nehme ich noch mit. Und dann bin ich zufrieden, meine Lieben. Demnächst machen wir auch mal hier den Typ da auf dem Berg weg, glaube ich. Ja? Schnapp zu, mein Freund. Das ist mal so mit dem Treffen hier bei denen manchmal. Ja, ist gut, ist gut. Wenn du mithilfst, geht es natürlich viel besser Stück. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder massiv Teerzeugs. Ich gerade mal kurz überlegen. Da hinten waren keine mehr. Da vorne kriegen wir vielleicht noch ein paar. Und das Krokodil schnappen wir uns noch, ha? Müssen nach hinten heben, richtig. Habe ich das Fleischermesser dabei? Weil ein bisschen mehr Fleisch bräuchte ich schon auch mal wieder, weil meins geht nämlich langsam aus. So, den holen wir uns noch hier, oder? Die da. Ja, warte. Ich nehme an, der Typ da drüben hat auch einen Schlüssel, ne? Für die nächste Inni vielleicht. Dann machen wir den auf jeden Fall, bevor wir in die nächste Inni gehen. So, meine Lieben, ab zurück zur Base. Erstmal ganz gemütlich ankommen. Wo sind die Fluten aktuell? Hier ist eine. Da ist eine. Wir haben noch eine Chance auf zwei. Manchmal spawnt hier unten am Wasser eine. Die wünsche ich mir heute. Die wünsche ich mir heute, weil ich jetzt kein Rad gebaut habe und so. Und übrigens, mein Zuchtmeister, muss ich mal gucken, ob der noch Suppe hat. Der braucht ja ewig, obwohl ich es runtergestellt habe, ne? Keine Ahnung, was da los ist. Der ist gerade so, als ob der erst reingelegt worden wäre ins Rad. Guckt euch das mal an. Nehmen wir uns gleich hier noch ein bisschen Metall mit. Kommen wir mal erst weg. Ah, ich bin schon überladen fast. Guck mal. Guck mal. Das ist schon die ganze Zeit so und den haben wir schon ewig hier drin, ne? Vielleicht hat es da was verhagelt. Ich meine, man fliegt ja auch aus Inis raus mit Errormeldungen. Weil das kenne ich so nicht, ne? Normalerweise müsste sich der schon wenigstens bewegen. Das ist ja nicht der in Batu oder sowas. Holen wir uns mal die nächsten ein, zwei und dann gucken wir mal, wie sich's verändert. Ob sich's überhaupt verändert, ne? So, meine Liste habe ich natürlich dabei. Dinge, die wir tun wollen. Das klappt nicht immer hier mit dem schneller Laufen. Manchmal gibt es hier so einen Bug. Da läuft er dann plötzlich schneller, obwohl er tierisch überladen ist. So, meine Lieben. Mittlerweile ist es richtig schön heimzukommen, weil die Viecher jetzt mittlerweile hier drin rumstehen. Ne? Die zwei Wurzeln hier. Oben die. So, hier ist eigentlich eher gekochte Ware drin. Ist aber auch nur einer, der momentan aus dem Trog futtert. Ihr zwei schnappt euer Zeugs hier raus. Ne? Die Tiere müssen wir heute auch noch wegbringen. Und das wollte ich verkochen. Jetzt habe ich wieder einen Plan, meine Lieben. Ja, ich muss aber oben rumlaufen, dass ich es nochmal sehe. Mein grünes Vögel hier. Die Spinnen werden wir heute machen. Ich glaube, wir haben genug Dämonenblut. Ich will sie mit Dämonenblut rauszüchten, weil dann die Chance auf das eine recht hoch ist. Ne? Ach so. Warte mal geschwind. Wildfleisch kannst du schon mal auf jeden Fall. Wie viel? Da hebt man hier 34 Minuten und hier minimal mehr. Der exotische Fisch kann hier, dann steckt es nämlich gleich auf. Dann haben wir den Hummer hier drauf. Und wenn ich das jetzt noch rausmache, das rübernehmen und dann noch Ihmchen reinmachen mit Ihmchen, dann passt es doch normalerweise, ne? So, Nummer uno. Jetzt ist die Frage, was muss man rausräumen? Erstmal das Leder, würde ich sagen. Ich würde Folgendes machen, dass wir die abbauen, ne? Und dass wir die aufbauen hier. Müssen wir mal gucken, wie das jetzt gleich aussieht, weil die kann ich nämlich nicht eins zu eins darüber. Ich kann sie so machen, dann läuft sie hier rein, das wäre eine Idee. Es geht sogar nur die Idee jetzt, sehe ich gerade. Jetzt sind wir tierisch überladen, Leute. So. Ich hätte den gerne da.
Wie sieht das aus, wenn ich dann da reinlaufe? Ich finde es gut. Ich finde es gar nicht schlecht. Machen wir mal das neue Leder hier rüber. Dann brauche ich von hier ein bisschen Rinde. Jawohl. Die Rinde hier rüber. Dann läuft das hier schon mal los. Und jetzt haben wir praktisch da hinten die Bench, die ich gerade abgebaut habe. Die hauen wir jetzt da hinten hin. Inklusive der Kiste. Welche waren das die da, gell? Ja. Und da kommt irgendwann nochmal eine dazu hier oben. Die kommt da hinten hin. Hier vorne würde ich sie gleich aufliegen lassen und da würde ich sie im Eck setzen. Erstmal so. Also Zimmermann, was habe ich denn beim Zimmermann? Die Kiste muss ich noch separat setzen und da waren die Elemente ja drin, ne? Dann setzen wir die mal hier. Ich habe übrigens auch die Kisten freigeschaltet mittlerweile, die großen Schränke und so müssen wir uns mal eine Fuhre voll bauen. So, hier kommt jetzt erstmal die Geschichte hier rüber, dass wir mal wieder gewichtmäßig ausgeglichen sind. Das hier und das hier. War das schon alles? Dann haben wir die, dann haben wir die. Das kommt runter. Das ist eher das. Ich glaube, das hatte ich in der Bench drin hier, ne? Das hatten wir drin. Das, das. Und die Federn waren auch hier drin. Mehr war es nicht, oder? Ich glaube, ein bisschen Holz war noch. Vielleicht die Äste. Und die muss ich auch noch wegräumen. So, bup, bup. Grob. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das mit der Kohle gleich? Das passt, das passt. Ja, so langsam aber sicher. Du hast halt einen Haufen Zeugs, was man hier machen kann, ne? Kriegst unheimlich viele Tools. Hier hatte ich ja eigentlich eher Stein durchlaufen. Dann lasse ich das mal so. Da waren noch 400 Kohle drin. Hier sind noch 300 Kohle drin. Hau mal den dazu. Hier sind noch 300 Kohle drin. Die reichen eigentlich auch. Hau mal den dazu. Und jetzt kommt der Punkt mit dem gehärteten Stahl, meine Lieben. Hier ist sogar noch sau viel Kohle drin. Dann kann ich die möglicherweise hier einfach mal reinballern. Jetzt pass auf. Wenn ich gehärteten Stahl will, muss ich unser Schwarzeis jetzt mal hier rausholen. Wir brauchen aber für den Kühlschrank noch ein bisschen, muss ich übrig lassen. Zwei. Zwei ist ja nichts. Mal auf, dann machen wir das anders. Ich lasse mal 6 Stück hier drüben drin und baller die erstmal hier rein. Und würde jetzt aber Stahlfeuer unterbrechen. Huch. Gehärteter Stahl. Dann lassen wir das durchlaufen. Perfekt. Den mache ich hier rüber. Den ballern wir dann nachher nochmal neu rein. Kohle sage ich schon. Das läuft noch durch. Das passt also auch. So, und jetzt war es nochmal welcher Fisch? Ich glaube, der blaue, gell? Wo ein bisschen Öl macht. Ah ja, immerhin. Pro Fisch ein Öl. Die bringen wir nix. Ja, so war das. Und die bringen leider auch nichts. Die können wir dann von mir aus verkochen oder was weiß nicht. So, lass mich auf meiner Liste gucken. Kühlschrank kommt jetzt als nächstes. Dann haben wir gesagt, wollen wir den Ding heute aufbauen gemeinsam. Nehme ich mal beides mit. Ja, komm mal mit rüber, weil da kommen jetzt die Hunde gleich nochmal. Müssen wir ein schönes Plätzchen suchen für den Stall. Den will ich aber nicht unbedingt zwingendermaßen jetzt da hinten dazu packen. Den hätte ich gerne, wenn ich ganz ehrlich bin, hier oben so irgendwo. Oder tatsächlich vielleicht hier oben. Naja, vom Ding her hätte ich ihn gerne hier drin. Jetzt muss ich nochmal gucken. Der war ja nicht so groß, der Stall, ne? Ja, aber doch. Weißt du, wenn der hier oben so auf so einem kleinen Anhöhenweg hier so. Ja, ich glaube, da will ich den. Wir könnten den auch weiter hochsetzen noch, ne? Okay, da kommt er. Ja, tut mir leid, Digga. Kohle, sauf die Dinger wie nix. So. Oder? Wenn wir den hier hoch machen, dann haben wir später eine wunderschöne Sicht von da unten. Ja, ich glaube, dass ich den da haben will. Komm du mal mit. Und dann lass mich mal anheben. Weil der würde dann auch schön in der Sonne oben drin. Wenn ich ihn da hinbekomme. Leider. Leider ist das ein Traum, der nie in Erfüllung gehen wird. So könnte ich. Oder so.
Ja, doch, das ist okay. Dann soll das von mir aus auch so ein bisschen ins Land reingucken. Ja, das ist hübsch. Das sieht auf jeden Fall hübsch aus. Ja, guck mal. Das gefällt mir. Da freue ich mich. Kriegt natürlich eine Fackel, das Teil. Besser zwei. Besser zwei. Damit es symmetrisch bleibt. Ja, das war eine knappe Geschichte hier. Okay, ich gerade sehe, ich komme jetzt hier tatsächlich nicht hoch. Der sitzt viel zu hoch. Ja, wenn wir irgendwann schön machen. So, meine Lieben. Das ist ja eigentlich alles nur fürs Auge. Schön. Okay, das hat sich gelohnt. Jetzt zurück. Gehärteter Stahl. Der wird wahrscheinlich eine Weile brauchen, bis der durchgelaufen ist. Ne? Lass ich mich nochmal rüberlinsen. Oh, schön auch, wie das Hirschle gerade da hinten. Schöne Geschichte. So, meine Lieben, pass auf. Die Spinnen machen wir jetzt als nächstes. Dämonenblut. Dämonenblut. Wenn wir es haben, habe ich es irgendwo in den Kesseln. Blut? Dämonenblut. Wir haben Dämonenblut ohne Ende. So, pass auf, meine Spider-Links. Da ist ein bisschen Eis noch für den Kühlschrank. Zwei Spider, um die kümmern wir uns dann. Da muss ich auch nochmal recherchieren. Und die kann ich ja schon mal mitnehmen. Die Jungens. Die hatten tatsächlich Schattengewürze, diese hier, ne? Muss ich gleich noch ein paar besorgen. Nehmen wir vielleicht die. Komm mal mit. Du kannst jetzt die Schmiede mal bewachen oder irgendwas, weil. Wir brauchen mehr Thralls, Leute. Wo sind denn die Dinger jetzt runtergekommen? Ja, guck mal, der eine, der sitzt ja gleich hier drüben wieder. Den holen wir uns auf jeden Fall, würde ich sagen. Das machen wir jetzt. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten sind wir unterwegs. Halbzeit ungefähr. Passt ganz gut. Dann mache ich jetzt heute gar nicht länger rum. Ich gucke jetzt gleich, wie viel gehärteter Stahl durchgelaufen ist. Und da würde ich tatsächlich mit euch eher aufbrechen und würde mir da oben einen Thrall holen. Im Idealfall eine Tänzerin. Hallo, lass mich mal kurz mit dir rüberreiten. Ich glaube, wenn ich überladen bin, stört es dich nicht so, oder? So. Na doch, es ist auch nicht so fit. Kannst du hier eigentlich springen? Wahrscheinlich nur, wenn wir schnell laufen, gell? Okay, es hat sich nicht gelohnt, dass ich das Pferd geholt habe. Das ist jetzt auch überladen. Ach komm, ich steige ab. Wenn ich rüberlaufe, bin ich schneller. Nicht mehr folgen. Dankeschön. Das sieht doch gut aus, oder? Selbst wenn die Bäume jetzt nachspawnen hier immer. Ich habe übrigens in Erinnerung gehabt, dass nichts nachspawnen. Ne? Mich wundert das tierisch, dass die da jedes Mal nach dem Einloggen reinwachsen. So, das Nasi produziert auf jeden Fall schon da drin. Also das ist echt ein toller Spot hier. Und auch drüben mit dem Stall. So Leute, pass auf. Wir brauchen auf jeden Fall Dämonenblut für die Spinnen. Okay, damit ist das Ding jetzt auch schon voll. Hier hat er eine Spoilzeit von 20. Und hier kann ich ihn gar nicht reinmachen. Die machen wir fürs nächste Mal schon mal rüber. Wildfleisch. Rohes, das tue ich auch schon mal rüber. Ey, das sieht jetzt schon so aus. Als ob bei von denen hier, die wollte ich gerne, aber auf die bin ich gespannt hier. Sieht man das jetzt schon? Das sieht aus wie eine andere schon mal, gell? Ey, okay, lassen wir das alles mal so, wie es ist. Da müssen wir mal gucken, wo wir die Spinnen dann verteilen. Vielleicht unten bei den Rädern des Schmerzes als Wächter. Als Wächter. Komm, wir gehen jetzt da hoch und holen uns einen Thrall, glaube ich. Ich schaue mal nach dem gehärteten Stahl geschwind. Gehärteter Stahl, 24. Und wir brauchen für meine Kühlbox 20. Dann bauen wir sie jetzt noch. 20. Und vom Ding 2. Und dann nochmal 2 von den Brettchen. Müssen wir aber ganz kurz wahrscheinlich hoch. Das nehmen wir auch mal mit. So, meine Lieben. Ah, scheiße, habe ich ja schon umgebaut. Schon vergessen. 2. Kühlschrank. Küche bauen wir dann beim nächsten Mal auf, ne? Und zwar, dieses vergrößerte Lagerfeuer soll auf jeden Fall bei uns seinen Platz finden. Das hier, ja, und später dann natürlich noch der Herd. Habe ich den schon freigeschalten? Dann weiß man es. Der Herd war, glaube ich, noch nicht dabei. Doch, den haben wir auch schon. Das machen wir uns auf jeden Fall klar. Hier wird dann nochmal Werkstatt sein. Drüben Werkstatt, unten Werkstatt. Dann werden wir wahrscheinlich die Küche hier hinbauen.
Ja, dass ich praktisch den Bereich wieder freikriege. Hier kommen dann eher Schränke hin zum Ankommen. Dann werden wir die Küche hier hinbauen und werden uns hier eine kleine Küchenverlängerung nach außen bauen, denke ich mal. Kühlbox ist durch. Bis es soweit ist, stelle ich die Kühlbox provisorisch hier hin. Ich liebe den Eisschrank. Habe ich schon gesagt. Ich finde den total gut. So, pass auf. Dann nehmen wir das Eis mit hoch. Einfach, dass wir mal haben. Und dann können wir anfangen, Spoilsachen da reinzuräumen. So, ne? Gefrorenes Eis. Jetzt nur mal als Beispiel. Es hört dann komplett auf, der Timer, ne? Gut. Was wissen, wenn ich dich da reinpacke? Dann ist es sicher, guck mal. Ne? Das heißt, ich kann die ganzen Tiere hier reinpacken, dann brauche ich gar nicht drauf achten. Im Moment habe ich zwar da unten jetzt kein Problem, aber weißt du was, das machen wir dafür mal einen Kühlschrank, oder? Du bist überlastet. Ein Thrall muss heute drin sein, egal wie lange wir brauchen. Ist jedes Mal so, wenn ich am Kruscheln bin, an der Base und am Bauen und am Designen und so, dann komme ich nicht weg. Aber wenn wir nicht wegkommen, werden wir nie Thralls kriegen. So habe ich mir das vorgestellt. Dann machen wir das Zeug jetzt auch über, was ich im Moment nicht brauche. Dann würde ich sagen, dass es jetzt nicht noch länger dauert. Ich richte mich kurz her und unsere Begleiterin und hole euch ab, wenn ich auf dem Pferd sitze. Aufstieg, meine Lieben. Ich bin natürlich jetzt hier erstmal ein bisschen vorsichtig wegen den Fledis. Die machen wir jetzt weg, bevor wir dann, weil das ist genau da oben. Und da können wir uns wirklich ein großes Rad des Schmerzes hinstellen. Das machen wir beim nächsten Mal, wenn wir hierher gehen oder mal unter der Zeit, werde ich da auf jeden Fall ein bisschen was machen. Die da müsste man wegmachen. Ich habe jetzt nichts zum Pullen dabei, ist aber nicht so schlimm. Die muss weg. Beide müssen weg. So wird es nichts gut. Hat die den Kolben? Ah ne, sie betäuben angeblich die Fledermäuse, wenn ich es richtig sehe. Der Betäubungsbalken von unserem Thrall ist aufgegangen. Können wir schon mal üben, wenn wir jetzt bald in die Inni von denen gehen, ne? Nicht runterspringen hier, ne? Ich mag das, wenn unsere Begleiterin ihr Sprüchle macht. Jetzt Blut aus, Digga. So. Stein braucht man nicht unbedingt. Holz auch nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Eile ist nämlich noch da oben. Es geht nur darum, dass wir uns noch einen Thrally mitnehmen. Ein Thraller. Schön, wie die hier nachts glänzen. Die hat jetzt ein Blatt, macht schon, ne? Bevor die nächsten rauspurzeln. Boah, wie die schön glänzen nachts hier. Gefällt mir mal super gut. Ah, Kohnless. Kohnless, die richtige Waffe, Werkschicht. Danke. Manchmal bist du echt. Kommt schon die nächste. Aber ist gut, dann haben wir die auch noch weg. Ja, Leder. Und Leder brauchen wir echt viel. Also eigentlich brauchen wir das Leder gar nicht. Ich brauche den Teer, ne? Habe ich euch wieder zugeschaltet, ja. So, die ist Geschichte. Die ist die nächste. Und wir steigen bald schon wieder. Sehr cool. Ich freue mich nämlich schon voll auf die zweite Version von der Schmelze und alles. Weil es halt richtig gut aussieht, ne? Bergbauhelm wäre nicht schlecht. Das ist dem sein Special Move. Den darfst du nicht jedes Mal abfangen mit deinem Körper, Digga. Scheiße, ich dachte, es reicht. Ich dachte, es reicht. Der war doch so gut wie tot, ne? So, Tänzerin haben wir gesagt, wäre cool. Tänzerin wäre cool. Oder. Ne, eigentlich will ich eine Tänzerin. Pass mal auf, wenn ich hier Wache halten mache, dann bleibst ja du stehen. Wir zwei müssen den Deal machen, dass du mir den Dolch wieder gibst. Du bekommst deine Keule. Ich habe für meinen Teil auch sogar ein Schild dabei.
Schild betäuben mitnehmen. Also, dann würde ich sagen, nochmal einen Drang. Eine Fledermaus ist da hinten noch, die kämpft. Dann gehen wir mal ganz kurz mit rein. Oh, die habe ich nicht abgebaut, ist egal. Ich sehe die Thralls gerade nicht. Es sind noch ganz viele Fledermäuse. Normalerweise, wenn ich jetzt hier stehe, müssten die schon runtergeplöppt kommen. Oder ist der noch an einem dran, wahrscheinlich da hinten, ne? Komm mal her, bevor die dich jetzt niederschmatzen, geh mir mal dazu. Bevor die nächsten rauskommen. Ist jetzt nur ein Bogenschütze, den können wir gleich mit wegmachen. Der müsste ja normalerweise auch schon so gut wie tot sein, oder? Oh, Alter, der hat's den zerlegt. War aber ein Zweierbogenschütze. Ne? Ich muss mal gucken, ich habe die Namensschilder wieder aus, glaube ich, mit einem Screenshot. Dann mache ich die nochmal kurz wieder an. So, aber ich lasse das Leder jetzt nicht liegen. Pass mal auf, dann machen wir das so. Wir essen genug, wir trinken genug. Ich haue das Essen hier hoch. Nehme das Abholtmesser hier runter. Menschenfleisch hätte ich eigentlich auch mitnehmen sollen, weil... für unsere nächsten Viecher, ne? Es gibt ein paar, die beim Menschenfleisch erst abgehen mit Zäpfle. So, die Flederdinger haben wir weg. Ich mache kurz die Schilder wieder an und dann holen wir uns Thralls. Sind wir mal gespannt, was rausblöbbert. Du bist dabei. Ich habe meinen Kolben, ich habe mein Schild. Fledermäuse haben wir alle tot. Renderdistanz habe ich nicht verlassen. Gehen wir mal Richtung Nasi. Wenn der noch da ist. Wo habe ich denn mein Nashorn abgestellt, Leute? Vorne irgendwo, gell? Ja, sie sind da. Die sind da. So. Jetzt dachte ich, das hier ist es. Dabei steht es da hinten. Sah ein bisschen so aus, gerade vom Körper. Ich würde sagen, wir machen hier Betäubungsrunde, oder? Gucken wir mal, ob einer schießt. Okay, da ist jetzt niemand. Das sind alles Kämpfer. Wenn natürlich ein Name-Kämpfer dabei ist, nehme ich ihn schon mit. So, ich hau mal mit dem Kolben rein. Oh, Reliquienjäger, Leute. Ein Reliquienjäger-Schmied. Ah, das sind alles Reliquienjäger, die da rausgeblöppt sind. Er verliert halt mein Thrall schon ein bisschen Leben, ne? Und ein Zuchtmeister. Ja, aber Reliquienzuchtmeister wie es keiner. Den braucht man nicht. Wir gucken mal, was noch rauskommt. Oh, das war's schon. Dann haben die Fledermäuse hier schon einiges sauber gemacht. He? Also wir hätten hier einen Zweierkämpfer. Das wäre dann der für den Pferd. Ich würde aber fast sagen, wir nehmen uns einen Schmied mit. Wir nehmen uns einen Schmied mit. Ist zwar nur ein Einser, aber... der wird uns auf jeden Fall einen Vorteil bringen. Komm, wir gehen noch zusammen rüber, stopfen den in die Schmiede, beziehungsweise ins Rad erstmal. Also hier kommt eins der Räder hin, ne? Dann haben wir nur das Problem, dass immer die Fledermäuse hier sind. Und das bedeutet, nächstes Mal müssen wir dann frühzeitig rüber. Ne, ne, ich will eigentlich den Schmied hier. Ne, hol das Ding raus, drück E. Achso, es geht wieder nicht mit der Fackel, ne? Naja, komm her, es wird ja gerade hell. Das jedes Mal der Blick, wo ich hier runter muss. Ist gerade eine absolut coole Szene eigentlich, wenn es hier hell wird. Der Codeless zieht hier sein Schmied durch den Staub. Schöne Geschichte. Naja, da guck mal, die Sachen, die bei uns in der Nähe runterkommen, die kriegen als erstes ein Rad. Das muss ja nur ein einzelnes sein oder vielleicht... Oh, guck mal, wie die Base gerade erst noch lädt. Oder wir machen es Zweierrad, das kostet nicht so viel Matz, ne? So, Coneless, voller Energie. Und jetzt, das würde ich halt jetzt mit euch zusammen angucken, wenn wir hochreiten, wie jetzt mittlerweile hier alles aussieht. Guck mal,
Da hast du dann hier den Stall, da haben wir die Base, die sich so langsam entwickelt, da hinten haben wir die Geschichte. Finde ich schon ziemlich gut. So, Masi, du bleibst hier. Das Schmied ist geil. So, warte mal. Nicht mehr folgen. Ich hole das Ding wieder raus. Zack. Haben wir einen Reliquienjäger? Ein Reliquienjägerschmied. Letztes Mal in dem Rad ging das alles super schnell, gell? Ich mach den hier oben rein, Leute. Weil ich ja. Ja, guck, hast du gesehen? Der hat schon einen Punkt. Der hat schon direkt getickt hier. Der da unten aber nicht, ne? Ich guck nochmal. Ey, ich glaube, dass der Vorgang hier irgendwie hängt. Ja, da stimmt irgendwas nicht. Da stimmt irgendwas nicht. Weil der müsste schon längst durch sein. Ja, bei dem läuft's. Da sieht man auch, dass meine Einstellungen greifen, ne? So, Leute, sehen wir uns morgen wieder. Ich bin gespannt, was wir treiben. Zu tun gibt es ja genug. Die Map bietet ja auch noch ein paar Teile, wie zum Beispiel hier waren wir noch gar nicht. Irgendwann wollen wir uns wahrscheinlich hier auch mal ein bisschen durchkämpfen. Die nächste Ini haben wir bereits jetzt aufgerufen. Da werden wir höchstwahrscheinlich bald reingehen in die Bastion mal. Die Insel will ich noch besuchen. Naja, machen wir vielleicht einen Open-World-Ausflug mit Bosse wegmachen oder so. Mal gucken, wie weit wir kommen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, wie lange das dauert. Vielleicht mache ich es einfach so. Ich hole euch rein, wenn der durchgelaufen ist, dass wir den morgen schon in Einsatz sehen, ne? Alles klar, tolle Maske, Codeless. Bis dann.